Okay, ich habe euch gerade eben den lieben Burek vorgestellt. Hübscher Hund. Jetzt kommt wieder mein Typ Hund, die ich so gut finde. Die Art, ja, sagen wir grob, Jack Russell. Sieht aus wie ein Jack Russell, Mischling. Ja, genau. Danke, Annette. Ja, genau, das Gesicht auf jeden Fall. Ja, klasse, schönes Bild. So, der liebe Rüde Misik. Misik, ja. Mischling, ich denke mal, ist Jack Russell drin. Der Schwanz so ist, das Gesicht, ja, auf jeden Fall Jack Russell drin. Also geboren, circa 2018, Kastration, ja. Misik wurde seinen Besitzern weggenommen und am 12.10.22 ins Tierheim gebracht. Also sitzt er schon mindestens 2 Jahre im Tierheim. Misik ist ein Charakterhund, der von unseren Freiwilligen sehr geliebt wird. Ja, Jack Russell oder Terrier sind ein Charakter, ja. Mit dem spazieren zu gehen, ist ein Vergnügen. Ja, okay. Kenne ich, ja. Er zieht nicht, aha, er beachtet auch kaum die anderen Hunde. Ja gut, bei meinem nicht so, aber man ist lieb zu allen Hunden. Er läuft ruhig vor sich hin, schnüffelt viel und kümmert sich um seine Angelegenheiten. Ja, okay. Mein Jack Russell, sobald er ein Hund beschnüffelt hat, kurz Kontakt hatte beim Spazierengehen, dann war es das, dann macht er seine Arbeit. Okay. Er läuft ruhig vor sich hin. Misik ist ein Hund von guter Kondition. Sieht er aus, ja. Er lange Spaziergänge genießt und viel Kopfarbeit. Das habe ich gemerkt. Er ist ein Fan von Bällen, die auch nur im Austausch gegen andere Spielzeug oder Leckerlis hergibt. Kluger Hund. Misik lebt hier mit vielen weiteren Hunden zusammen, deren Gesellschaft er gerne mag. Ja, sogar braucht. Ja gut, das ist bei Terrier ein selten, ja. Auch bei den Spaziergängen. Misik ist nicht besonders verschmust. Ja, kommt auch mal drauf an. Ne? Manche so, manche so. Zumindest drängt es sich nicht den Menschen auf, ja. Aber wenn er gestreichelt wird, genieße er es doch sichtlich. Misik ist etwas futterneidisch, wie die meisten Tiere. Beim Fressen darf sich kein anderer Hund seinem Napf nähern. Ja, okay. Er ist überwiegend ein ausgeglichener Hund, kann aber nicht gut mit Aufregung umgehen. Ja, die kleinen Knallgeräte. Ja, ein bisschen viel Speck auf den Rippen. Aber, ja. Kurze, krumme Beine, liebe ich. Er ist mit anderen Kumpel zusammen, ist also verträglich mit anderen Hunden. Schön. Typisch Jack Russell Ohren, Gesicht, krumme Beine, ja. Ein schönes Bild, ja. Ein bisschen bummelig. Niedlicher Pelz mit starkem Wesen. Das ist, glaube ich, die Beschreibung aus dem Tierheim, der ist, glaube ich, oder? Tierheim Gelnhausen. Ach so, das kenne ich ja schon. Ein gutes Tierheim. Dann schauen wir mal rein. Ja, genau. Musik. Ne, das war nicht. Ach so, so wieder geschrieben. Dann haben wir den kleinen Mann, ja. Auch ein schönes Bild. Genau, Misik ist ein kleiner gestandener Mann. Er mag Menschen sehr gerne und sein Terriergemüt lässt ihn schon manchmal die Umwelt testen. Ja, kuscheln ist durchaus okay. Aber man sollte es nicht forcieren. Wenn es ihm zu eng wird, fühlt er sich bedrängt. Ja, ich denke mal, bloß überlegen nach der Zeit. Dinge, die er erobert hat, möchte er nicht unkommentiert abgeben. Er zeigt deutlich, wenn ihm die Situation nicht passt. Das ist gut so. Über Langsamkeit und Vertrauen und moderat grenzensetzende Behandlung kann man gut mit ihm zusammenleben. Er ist recht ruhig, kann alleine bleiben und geht gerne spazieren. Ja, gute Sache. Terrier erfahrene Leute haben hier einen guten Begleiter, denn sie wissen, dass man einfach ein waches Auge haben sollte und den Kraftzwerg entsprechend lenken muss. Jupp, kann ich so zu 100% bestätigen. Im Tierheim in Gelnhausen seit 2524. Ich denke mal, Spitzstink-Magic, was ist drin? Kastriert Hunde von Schleben Polen, toller Verein. Könnt ihr ihm empfehlen, wenn er jemand Spende übrig hat oder so zu Weihnachten. Katzen, ja, wird schwierig.
Ja, sein Spielzeug. Ich liebe die Bauform, ja. Sieht irgendwie aus wie meine Oma. Kocht zu Beine ein bisschen übergewichtig. Also, wer einen lieben Hund haben möchte, einen kleinen Terrier, der noch mindestens 10 Jahre vor sich hat, 2018er Baujahr, heute haben wir 2024, 6 Jahre, die werden mindestens 16. Der sollte sich, ja gut, würde sich knallen. Er sollte sich an das Tierheim Paderborn-Gelnhausen melden. Ich verlinke unten in der Beschreibung die URL, also die Domain. Genau. Misik, mein Freund, ist ein schöner Hund, kleines Knallgerät. Ich wünsche dir alles Gute. Du wirst eine Familie finden. Bis dann. Ciao.